Man spricht ja immer viel von Heavy-Metal-Bands, die irgendwelche Hotels auseinandernehmen, aber das waren nicht wir, das waren dann die Marineleute. Also das war schon heftig. Da wurde nächsten Tag also schon wurde nachgefragt, da müssten so ein paar Rechnungen beglichen werden. Aber lass man das mal so ein bisschen, wollen wir nicht weiter ausschmücken. Ich sitze hier neben einer lebenden Legende, dem menschlichen Tarnanzug, Udo Dirkschneider. Ja, Udo, hallo, grüß dich. Ja, auch. Du bist ja heute nicht das erste Mal in Wacken, ne? Nein. Wie oft warst du denn schon hier? Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind heute 5. Mal. Hat immer Spaß gemacht, Leute gut drauf, hat alles gut funktioniert und heute machen wir irgendwie, glaube ich, was Besonderes. Ja, ihr habt eine DVD veröffentlicht. Genau, mit dem Marineorchester. Dann haben wir vorgestellt einen Tuttling aufgenommen. Wie kam das denn, die Idee, dass ihr mit dem Marineorchester was zusammen macht? Ich sag mal so, die Idee überhaupt mit Klassiker zu machen, die ist schon 20 Jahre alt. Wir haben dann noch zwischendurch immer mit Symphonieorchester mal so Arrangements gemacht, das war aber alles immer zu weich, so mit Violine und Cello, das war dann, naja, haben wir gesagt, nee. Dann war ich mit dem Steelhammer-Album Mission in Wilhelmshaven. Der Martin Pfeiffer, mit dem ich das Album gemischt habe, der ist Schlagzeuger beim Marineorchester, oder war, muss man sagen. Ja, die hatten Konzert in der Kirche. Da hab ich gedacht, okay, komm, gehen wir mal dahin, gucken uns das an. Ja, und dann legten die Herrschaften los und spielten ABBA und Michael Jackson und solche Sachen. Da habe ich gedacht, aha. Und dann der Sound von diesem, ich sag mal, Blechorchester, das ist eigentlich genau das, wo ich nachher gesucht habe. Ja, und dann haben wir uns dann so nach und nach an die Sache rangetastet und die ganze Geschichte bis Tulling hat auch ein Jahr gedauert. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so einfach nur das, was nebenbei herläuft. Es ist ja wirklich auch von Arrangements komplett drauf abgestimmt. Ja, das war ja auch für euch viel Arbeit, nehme ich an. Ja, Songs raussuchen, die richtigen Songs rausfinden, wo dann auch alles passt. In Tulling waren wir natürlich alle höllennervös, weil keiner wusste, wie kommt die ganze Geschichte an. Und ich muss sagen, das ist wirklich ohne Übertragung, die haben da so dieses Publikum abgefeuert ohne Ende. Ja. Also das war so nach dem Motto, huch, hat funktioniert. Ja. Bist du schon stolz drauf jetzt, also ja, Lebenswerk nochmal gekrönt. Ich nochmal noch so einen oben drauf setzen, ja. Ja. Jetzt ist der Marinechor ja aufgelöst mittlerweile. Leider, ja. Und heute in Wacken spielt ihr mit dem Bundeswehrchor. Mit dem Bundeswehr-Musikchor der Bundeswehr Siegburg, genau. Also das ist so die Gala-Abteilung, also das ist wirklich die Creme de la Creme an Musikern. Ist aber wahrscheinlich nur was für ganz ausgewählte Special Events, ne? Sowas kannst du ja nicht irgendwie auf Tour bringen, oder? Nee, auf Tour geht gar nicht, schon mal gar nicht mit der Bundeswehr. Es sind ein paar Anfragen da, aber vielleicht nächstes Jahr oder 2017. Man fragt auch zum Beispiel nach im Augenblick aus Russland, zum Roten Platz und solche Geschichten. Also dann wurde das wirklich bombastisch ist auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn mit den Bundeswehrleuten? Sind das auch Metaller? Ich habe nur gesehen, der Bus von denen hatte schon einen großen Wacken-Branding drauf, ne? Ja, die Herrschaften, also da täuscht man sich. Die sind erstmal sehr trinkfest, also dagegen sind wir weiß. Das überrascht mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Nee, aber die sind richtig gut drauf. Die haben Spaß, wir haben Spaß. Also der Admiral, Flottenadmiral, also das ist so schon die ganz obere Abteilung. Die lief gestern im Wacken-T-Shirt rum, hier die Gabel und ja, geil, ey. Also die sind schon locker drauf. Was ja manche noch gar nicht mitbekommen haben, mittlerweile gibt es ja Family-Business. Dein Sohn Sven sitzt am Schlagzeug schon eine ganze Weile, macht da auch einen Bombenjob. Ja. War mit Sexen auf Tour vorher. Ja. War das so sein Test im Prinzip, ob er auch für euch was taugt? Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte nicht wirklich daran gedacht, ihn als Schlagzeuger bei UDO zu nehmen. Ich hatte dann ein paar Auditions, aber ein paar gute Kandidaten. Ja, und dann war ich in Berlin und dann habe ich mit Biff gesprochen und die haben da wohl nachmittags immer Soundcheck, hat dann Sven immer Schlagzeug gespielt und dann ist er hinterher für Nigel auch eingesprochen. Dann habe ich mit Biff gesprochen und sagte, hör mal, am besten nimmst du den mit. Ja, habe ich gesagt, okay, probiere ich das mal. Ich meine, ich wusste das ja von Wacken hier, wo er 4 Nummern gespielt hat. Er hat schon öfters mal einem Rebel und solche Geschichten gespielt. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, könntest du dir das vorstellen? Und dann hat er auch ziemlich, hat nicht direkt ja gesagt, sondern hat also eine ganze Zeit lang gedauert, bevor er dann gesagt hat, ja, okay, mache ich. Und der macht einen Höllenjob, also gut ab. Ist ja der richtige Weg, ne? Nicht über Beziehungen reingerutscht, sondern wirklich über den Umweg Sexen quasi qualifiziert. Über den Umweg Sexen. Und von Biff selber noch empfohlen. Ja, also muss ich sagen, ja. War alles richtig. Ja. Wie ist denn sowas auf Tour, Vater und Sohn? Gibt es da mal einen Zeigefinger? Kein Bier mehr? Finger weg von den Mädels? Nee. Das habe ich auch von vornherein ganz klar gesagt. Ich sage, er ist Schlagzeuger bei UDO. Und Family Business ist außen vor. Wenn ich dann mal irgendwo was sage, dann ist das aber auch dann privat und Family. Ansonsten muss er da auch mal lernen, mit gewissen Sachen umgehen zu können und vielleicht den nächsten Tag auch mal mit Kopfschmerzen Schlagzeug spielen, muss man so sagen. Aber da hat er schnell gelernt, dass das nicht jeden Tag geht.
Und Learning by Doing, sage ich. Alles klar. Genau. Das ist die beste Schule, ne? Ja, ja, genau. So, lass mal machen. Und dann, dann merkt das schon selber, ob das geht oder nicht geht. Du hast ja heute bei der Pressekonferenz auch eine sensationelle News verkündet. Erzähl doch bitte mal. Ja, die sensationelle News ist, dass ich nächstes Jahr auf Tour gehen werde. Aber nicht mit UDO, sondern als Dirk Schneider. Das Ganze wird Dirk Schneider heißen. Hat also eigentlich so gesehen nichts mit UDO zu tun. Und ich werde 2 Stunden lang nur noch Accept Songs spielen. Aber wirklich zum letzten Mal. Ja, da freue ich mich ganz ehrlich gesagt drauf. Und ich glaube, damit werde ich für mich selber auch einen Abschluss machen mit der ganzen Geschichte. Und danach wird es auch bei UDO keine Accept-Songs mehr geben. Nochmal zurück zu Wacken. Was ist denn die Show, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Was war das Highlight in Wacken hier für dich? Also ich glaube, da war 2012, wo ich hier meinen 60-jährigen Geburtstag gefeiert habe, 25 Jahre UDO, mit Doro, mit Lordi, Grüße von Twisted Sister, Motorhead etc. War ein tolles Ereignis. Das ist so, was wirklich in Erinnerung bleibt. Wenn du gerade Doro ansprichst, ja. Die liebe Doro Pesch ist ja auch auf der DVD verewigt. Ja, genau. Weil die Nummer passt natürlich hervorragend auch mit dem Orchester. Und da war natürlich, okay, Doro ist los. Klar, Doro ist ja immer dabei. Und hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Danach gab es eine große Party? Danach gab es eine sehr große Party, ja. Details bitte. Ja, da wurde bis morgens früh um 6 Uhr gefeiert. Man spricht ja immer viel von Heavy-Metal-Bands, die irgendwelche Hotels auseinandernehmen. Aber das waren nicht wir, das waren dann die Marineleute. Also das war schon heftig. Da wurde nächsten Tag also schon, wurde nachgefragt, da müssten so ein paar Rechnungen beglichen werden. Aber lassen wir das mal so ein bisschen, wollen wir nicht weiter ausschmücken. Wurden die von der Bundeswehr bezahlt oder von euch? Ja, das wurde dann schon hinterher übernommen. Navy Metal Night auf 2 LPs sowie als Doppel-CD mit DVD oder Blu-ray sowie jede Menge weitere Alben und DVDs von UDO gibt es natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung.